Oktober. Ups, von Oktober machen. Ich habe schon so lange keine Videos mehr gedreht, dass ich nicht mal mehr weiß, welches aufgebraucht das ist. So, wir fangen auch gleich einmal an, weil das ist relativ viel diesen Monat im Oktober, leer worden. Ja, ich fange auch gleich mal an. Und ignorieren tue ich, dass ich schon ewig kein Video mehr hochgeladen habe, weil ich auch nicht weiß, ob das Video hochgeladen wird. Wenn, dann könnt ihr euch freuen, weil dann habe ich es wieder in den Griff gekriegt. So, also als erstes, ich habe ein Palmolive Duschgel aufgebraucht, das war das Mint Shake, das war ja mein absolutes Lieblingsduschgel, wer sich noch erinnern kann. Ich habe das geliebt, das hat genauso wie das After Eat gerochen, was man da essen kann, diese Blättchen. Genau so hat das gerochen und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Leider gibt es die in Österreich nicht mehr. Es gibt manchmal noch welche in Tschechien oder in Budapest habe ich welche gesehen, aber bei uns in Wien gibt es die leider nicht mehr oder ganz Österreich eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. Leider, da steht auch noch neu drauf, voll peinlich. Das Mint-Shake gibt es auch gar nicht mehr, das wurde komplett auflassen, leider, weil das war auch mein letztes Backup. Ich mochte diese Body-Butter-Creme-Duschen von Palmolive voll gern. Ich glaube, ich habe noch ein Schoko oder so. Ein paar Backups habe ich noch, aber ja, dann ist es vorbei. Und das habe ich leider gar nicht mehr, bei dem traue ich extrem hinterher. Jetzt besonders, wo ich nochmal dran gerochen habe. Traue ich dem so hinterher. Ich bin auch sehr sparsam damit umgegangen, aber irgendwann geht es ja doch leer, ne? Das kennt ihr ja eh noch von anderen Videos, die Reinigungstücher von Cadea Vera. Das sind die Ananas, die gibt es ja leider nicht mehr, aber ich mag die noch immer. Ich benutze sie auch noch immer, aber ich habe noch ein paar Backups, wenn ich mich nicht irre. Urfi Kleingraben habe ich leer gemacht. Die Wattepads, die nicht so spannend sind, die ihr sowieso kennt. Was habe ich noch, was ihr kennt? Nichts. Ich habe auch sehr viele Masken leer gemacht. Ich versuche nämlich gerade meine Proben, egal ob jetzt Duftproben oder Gesichtspflegeproben oder Maskenproben allgemein oder Badezusätze, versuche ich gerade aktuell sehr brav aufzubrauchen, auch Masken, weil ich halt sehr viele Masken habe, ne? Viel Kleinkram, ganz viel Kleinkram. Ich habe sehr viele Masken leer gemacht. Einmal die Aldo Vandini Gesichtsthermomaske, die sieht so aus. Mag ich leider nicht mehr so. Ich meine, die gibt es auch nicht mehr. Die haben Aldo Vandini ja komplett umgestellt. Ich mag den Duft von der nicht, aber die hat wieder gewärmt. Weil das ist ja so eine Thermomaske. Viele kennen ja die von Garnier auch noch. Und die hat auch gewärmt. Das war die erste nach langem, die mal wieder so einen wärmenden Effekt hatte. Dann habe ich die Creamy Avocado leer gemacht. Die finde ich auch sehr gut. Das Einzige, was ich an der halt ein bisschen schade finde, ist, dass man die nur im Winter verwenden kann. Also Herbst, Winter, wo halt die kühlere Zeit ist, weil die halt sehr, sehr reichhaltig ist. Aber ich mag die. Leider gibt es die ja nicht mehr, aber es gibt ganz, ganz viele neue Masken gerade aktuell, die ganz, ganz toll sind. Jetzt habe ich es daneben geschmissen, das war ja klar, ne? So. Dann einmal die Augenpads von Balea habe ich aufgebraucht. Die mag ich viel, viel lieber als diese Gel, weil die Gel, die rutschen irgendwie vom Auge runter und die benutze ich, wenn ich was dazwischen noch machen will. Abwasch, irgendwas anderes, haushalttechnisch, dann versuche ich immer die zum Leeren, weil die eben auf dem Auge halten. Und ich liebe die, ich kaufe die mir immer wieder nach, aber ich muss mir dabei gar nichts mehr nachkaufen. Ein Badezusatz habe ich auch leer gemacht von Tetisept. Feste Sinne, deine Kuschelzeit. Das war aber, glaube ich, so ein limitierter vom letzten Jahr oder von diesem Jahr. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe so viele alte Badezusätze, dass ich es nicht einmal mehr weiß. Aber ich fand den gut. Generell diese Winter-TT-Sept mag ich alle. Dann habe ich den Punch of Wishes aufgebraucht von Trestle, Trackle Moon, wie auch immer. Habe ich mir auch Backups davon gekauft, weil ich die beim DM reduziert gefunden habe. Bei denen fand ich, ich mag generell diese Reihe von den, also diese Trestle oder Trackle Moon Badezusätze, ich liebe die. Würde ich mir immer wieder nachkaufen, aber nur reduziert, weil für den Vollpreis bin ich zu geizig. Nose Stripes habe ich auch aufgebraucht. Einmal die Biore, die muss ich mir wieder nachkaufen. Ich habe nämlich gar keine Nose Stripes mehr, fällt mir gerade auf. Und dann habe ich oft die von Primark benutzt. Die waren auch gut. Die waren auch sehr gut, die schauen so aus. Fand ich auch gut. Würde ich mir auch, wenn ich beim Primark bin, wieder nachkaufen, weil alle Masken finde ich doch nicht so gut. Zu zweit geht halt wirklich vieles schneller. Ich mache mir jetzt auch öfter Locken, wie ihr seht. Ich meine, das ist so eine 70er oder 80er Mähne. Und ich benutze halt auch, seitdem ich mir halt öfter wieder Locken mache, benutze ich halt auch öfter Haarspray. Und die haben mir die Verpackung von dem verändert. Früher war das ja größer, ich habe das im letzten aufgebraucht, hoffentlich gesehen. Ja, aber ich mag nur das. Das habe ich eh auch im letzten aufgebraucht, Video gesagt. Werde ich mir nachkaufen oder habe ich sogar schon nachgekauft, weil ich liebe das. Es geht nichts über das. Ich habe jetzt das Backup auch angefangen.
Und ich werde mir da ein paar bunkern, weil mit dem Stefan zusammen gehen die so schnell leer. So wie meine Haarpflegeprodukte. Er hat das häufiger benutzt als ich. Das ist diese Swiss Opal Shampoo Tiefenreinigung. Er benutzt das sehr, sehr häufig. Ich halt zwischendurch und durch das geht das halt extrem schnell leer. Ich mag es aber. Ich würde mir das auch immer wieder nachkaufen. Ich habe aber noch genug Backups, weil die ja damals beim DM reduziert waren. Deswegen nachkaufen ist so eine Sache, ne? Dann habe ich ein Sugar Scrub aufgebraucht von Balea. Es war okay. Es hat nur ganz leicht gepeelt, was ich eher nicht so geil fand. Der Duft war mega. Hat aber eher perfekt für den Sommer gepasst. Vom Duft her jetzt. Aber ich fand es nicht schlecht. Es war aber, glaube ich, eine Limited Edition, weil ich glaube nicht, dass es das noch gibt. Aber es war okay. Es war wirklich okay. Von Balea kann man die eigentlich eh immer wieder nachkaufen. Noch ein Badezusatz. Kaminknistern. Die habe ich damals auch reduziert gekauft. Da habe ich sogar meinem Papa und meinem Bruder welche geschenkt, weil die waren echt, echt genial. Die haben so leicht geknistert im Bad. Fand ich mega. Würde ich mir wieder nachkaufen. Ich weiß aber gar nicht aktuell, ob es das noch gibt. So. Zigtausend Proben habe ich wieder aufgebraucht. Habe ich da noch irgendwo was? Ja. Ziemlich viele Proben. Von der Corres die Gesichtspflege, ich kann nicht mehr reden, habe ich die Probe noch dreimal aufgebraucht. Ich habe mir so ein kleines Set gekauft. Ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt. Ich bilde ich mir ein. Ich glaube, im letzten Haul habt ihr das gesehen. Ja, ich liebe die. Also, wenn ich nicht so viel Gesichtspflege noch hätte, würde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe aber sowieso vor, so ein bisschen meine Gesichtspflege auszusortieren und ein bisschen zu was zu verschenken, weil ich habe wirklich viel Zeug. Was ich aber wirklich gut finde und liebe, ist die Reinigung von Corres. Die sieht so aus. Ich glaube, da drüben könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Die liebe ich. Die habe ich mir auch nachgekauft. Die war in einem Set drin und ich habe sie mir auch zweimal nachgekauft. Seht ihr in dem Haul-Video. Mega. Ich liebe sie. Man glaubt es kaum. Ein Schnelltrockner-Spray habe ich auch aufgebaut. Bin in letzter Zeit so Lackierfaul. So, wenn ich es rauskriege. Aber ich finde den gut. Ich finde den wirklich gut, den kaufe ich mir auch immer wieder nach. Da kaufe ich mir gleich immer auch mehr nach, damit ich halt immer ein Backup zu Hause habe. Die gehen nach einer Zeit, wenn man sie öfter verwendet, gehen die echt extrem schnell leer. Einen Badezusatz haben wir aufgebraucht, gemeinsam, weil wir waren beide verkühlt. Das war von Tetisep das Erkältungsbad. Habe ich mir auch nachgekauft, weil ich liebe den. Ich liebe diesen Badezusatz. Ich mag diese Kristalle nicht. Ich habe das Gefühl, ich sitze auf diese Steinchen immer in der Badewanne drauf. Deswegen kaufe ich mir immer das, weil das ist auch viel ergiebiger. Aufpassen, ist nämlich eine Glasflasche. Eine Crememaske habe ich auch leer gemacht von Balea. Die habe ich sogar noch. Das war ja die White Chocolate. Ich habe die geliebt. Ich habe die Maske so geliebt. Den Rasierschaum, das Duschgel. Ich habe davon alles geliebt. Aber leider gibt es die ja nicht mehr. Ich meine, es gibt einen guten Ersatz von Duschgel her. Dieses Cookie. Maske gibt es auch sehr viele neue. Die habe ich aber alle noch nicht probiert. Sollte ich mal. Weil dann könnte ich gucken, ob ich die auch gut finde oder nicht. Aber die habe ich ja gebunkert, wenn ihr euch erinnern könnt. Da hatte ich ja extrem viele noch zu Hause. Ein Wasserspray habe ich auch leer gemacht von Balea. Ich benutze das ja immer, um meinen Beauty Blender anzusprühen, wenn ich mich schminke. Ja, ich wollte das Aloe Vera nachkaufen, das gibt es aber leider nicht mehr. Deswegen habe ich mir damals das Kokos nachgekauft. Auch gut. Ich mag die Wassersprays von Balea. Ich finde die gut, die sind günstig. Ich benutze sie halt für einen Beauty Blender anzusprühen, weil ich finde das halt. Man kann auch Wasser nehmen, ich weiß, aber ich finde, das riecht dann so angenehm, wenn man das verwendet. Ich mag das. Das ist so ein Wachwertmoment, weil meistens, wenn ich arbeiten tue und ich das dann draufsprühe auf den Beauty Blender, werde ich dann noch wacher. Das klingt irgendwie dämlich, aber es ist wirklich so. Es klingt echt behindert, aber ich mag das, wenn man was mit Duft draufsprüht. Auch wenn es jetzt nicht so notwendig ist, aber ich finde es trotzdem gut. Hat irgendwie keinen Sinn ergeben jetzt, oder? Also ich glaube aber, ihr versteht's, was ich meine, oder? Man kann natürlich Wasser nehmen, aber ich finde, das hat einen ganz anderen Effekt, wenn man das dann... Weil der Beauty Blender riecht ja danach. Und ich finde, das Kokos riecht auch sehr geil. Es riecht zwar nach Sommer, aber ich hoffe, ihr versteht den Sinn dahinter. So, als nächstes habe ich eine Seife aufgebraucht, die Soft Mandel von Terra Naturi. Die fand ich okay, glaube ich. Oder fand ich die schlecht? Na, das war die, was so fürchterlich gerochen hat. Ich habe, glaube ich, Pech und habe noch ein Backup von der, weil ich mir die Nachfüllung gekauft habe von denen. Finde ich nicht gut. Die fand ich wirklich nicht gut. Aber ja, ich glaube, die hat sogar der Stefan nicht so gut gefunden.
Noch ein Badezusatz habe ich leer gemacht. Das Badepuder, deine Auszeit von Balea. Ich liebe ja die Balea-Badezusätze. Meistens bunkere ich sie dann, wenn sie aus dem Sortiment gehen, aber das kennt sie ja eh schon von mir. Ich weiß auch gar nicht, ob es den aktuell noch gibt. Wie gesagt, ich bin so selten beim DM. Wenn ich mal beim DM bin, vergesse ich die Hälfte nachzuschauen. Aber egal welchen Badezusatz von Balea, man kann alle kaufen, finde ich. Also ich finde, für den Preis machen die alle einen guten Job, ne? Dann habe ich leer gemacht meine Mundspülung von Terra Naturi. Ich liebe die, das wisst ihr. Die kaufe ich mir immer wieder nach. Jetzt bin ich auch nicht mehr so geizig und kaufe sie mir trotzdem nach, obwohl sie nicht in Aktion ist. Also ich habe aber, glaube ich, noch ein paar Backups, wenn ich mich nicht irre. Ampullen. Ich muss wirklich mich ein bisschen wieder einreißen und mehr Ampullen benutzen. Ich habe ziemlich viele. Und ich habe mir vor kurzem auch schon wieder welche gekauft. Ich habe einmal die limitierte Vitamin C aufgebraucht. Die braucht immer so eine Weile, bis man sie auftragen kann und einarbeiten. Das nervt mich ein bisschen, deswegen mag ich die jetzt nicht so gern, aber die gibt es eh nicht mehr. Welche ich gut finde und schade, dass die nicht mehr gibt, ist die Glow-Ampulle. Die mag ich sehr. Die benutze ich halt hauptsächlich in der Früh. Die Vitamin C habe ich auch am Abend auch schon oft benutzt. Und was ich noch okay fand, aber für den Preis ein bisschen zu übertrieben, diese Hanf-Booster-Ampulle von B-Routine. Die würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen, weil ich finde die für den Preis, da reichen mir auch die Cadea Vera, das habe ich euch aber eh schon oft erzählt. Ja, also ich finde sie okay, aber ich würde sie, wenn sie in Aktion ist oder so, nur kaufen, aber nie regulär. Von Beauty Glam habe ich die Hydrogel-Augenmasken aufgebraucht, die fand ich überhaupt nicht gut. Die sind extrem vom Auge runtergerutscht. Ja, die mochte ich gar nicht. Also ich habe die mal gratis bekommen, weil das war so ein Geschenk, aber ich würde die mir niemals nachkaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch ein Backup habe. Ich habe so viele Augenpads. Gottes Willen, ich muss mal welche aufbrauchen. Ich bin echt enttäuscht von mir, dass ich noch immer so viel Scheiß habe. Noch einmal die Pflege von Cores habe ich aufgebraucht. Die Reinigungstücher von Cadea Vera, die ich auf den Schminktisch benutze. So, was haben wir dann noch? Zweimal Nose Straps. Irgendwie haben die von Biore nicht so gut gehalten, deswegen habe ich öfter welche machen müssen. Dann habe ich ein Mini-Trockenshampoo von Batiste. Ich muss gucken, welches ich mir für den Spind nehme, weil ich kaufe kein Batiste mehr. Ich habe jetzt gar keins mehr im Spind, weil ich nicht mehr wusste, welches ich nehmen soll. Aber es gibt da jetzt welche, die ich gerne mag. Aber Batiste würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Ich habe nämlich in dem letzten Aufgebraucht-Video gesagt, dass ich kein Batiste mehr habe, aber ich habe noch eines und ich komme damit nicht mehr zurecht. Seit ich das von Garnier probiert habe, das mit diesem Invisible-Trockenshampoo, so sind die aus, seit ich das benutze, komme ich mit Batiste nicht mehr klar. Das hatte ich im Spind, das habe ich halt noch aufgebraucht, so zwischendurch. Es ging eh Gott sei Dank schnell leer, weil es ja was Kleines war, würde ich mir niemals wieder nachkaufen. Welche ich mir nachkaufen würde, wären die Garnier, nur habe ich jetzt vor kurzem gesehen, dass sie das Melone aus dem Sortiment genommen haben. Ich habe echt kein Glück. Jetzt sehe ich das mal und liebe es und dann wird es aus dem Sortiment genommen. Ich habe mir noch ein paar Backups gekauft, wer hätte es jetzt gedacht, weil das war bei uns um 3 Euro beim Müller reduziert. Habe ich mir gekauft. Ja, weil ich habe auch das Kokos in Benutzung gerade, mit dem komme ich aber auch gar nicht klar. Also ich hoffe, dass entweder das Minz oder das andere dann noch für meine Haare passt, weil das gibt es wie gesagt nicht mehr und das geht mir so am Arsch. Das geht mir so am Arsch, dass sie gerade das, was ich mag, auflassen. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups, aber wir werden mal sehen. Noch was Melonemäßiges war ein Cremebad mit Hibiskus und Wassermelone von Balea. Ich habe gar keinen so ein Bad mehr. Sollte ich mir mal wieder eins kaufen? Das war nämlich extrem geil. Das ist so richtig geil nach Melone kochen. Ich meine, jetzt zur Jahreszeit passt es nicht. Ich hätte gerne einen Winter- oder Weihnachtsbadezusatz von Balea. Müsste ich mal gucken. Ich habe vor kurzem, war ich beim DM. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe vergessen nachzuschauen, ob ich mir eins mitnehme. Weil ich noch so viel Gras habe und deswegen habe ich jetzt keins gekauft. Aber vielleicht gucke ich mal demnächst, weil ich habe das relativ schnell leer bekommen. Für das, dass das so groß ist und 750 Milliliter hat, habe ich das relativ schnell leer gekriegt, ne? Noch eine Ampulle habe ich aufgebraucht, das ist die Enjoy Your Day mit dem Coffee, Wake-Up-Koffein-Ampulle, so. Die fand ich auch gut, gibt es halt natürlich auch nicht mehr. Die hat sich teilweise auch manchmal sehr kompliziert in die Haut einarbeiten lassen, aber die mag ich noch lieber als die Vitamin C. Die Vitamin C, mit der habe ich echt Probleme. Und ich bin froh, wenn ich davon dann keine Backups mehr habe. Aber die fand ich gut. Die fand ich wirklich gut. Habe ich auch meistens morgens verwendet. Von Terra Naturi habe ich auch die Zahncreme aufgebraucht. Da habe ich noch ein paar Backups davon. Liebe ich, wisst ihr. Kaufe ich auch immer wieder nach.
So, einmal von Schäbens, die Mandeltraummaske habe ich aufgebraucht. Ich kaufe keine Schäbens mehr nach, habe ich bemerkt. Ich habe noch urviele Backups, aber ich kaufe mir keine mehr nach. Meistens immer die Balea. Obwohl die Mandeltraum, die war gut. Das war auch einmal in der Limited Edition. Die Mandeltraum war sehr gut, hat mir wirklich gut gefallen. Vielleicht sollte ich mal wieder gucken bei Schäbens, aber ich habe noch so viel Zeug. Deswegen besser nein, oder? Ich habe ein Peeling aufgebraucht, endlich. Ich habe das aber gerne benutzt. Das war mal von L'Oreal, diese Sugar Scrubs. Kennt ihr sicher noch in diesem Tiegel. Das war das mit diesen Kiwi-Körnchen hier, was so ausschüttet wie flüssige Kiwi. Das war aber echt gut. Man konnte das ja auch als Lippenpeeling verwenden. Habe ich gemacht. Ich fand das mega genial. Das war so ein gutes Produkt. Ich habe es geliebt. Nur leider gibt es das halt nicht mehr. Ich hätte es mir nachgekauft sogar, weil man das halt auch als Lippenpeeling zwecksfremden konnte, fand ich super. Aber das gibt's nicht mehr. Und deswegen, ja. Immer die guten Sachen werden auflassen. Noch ein Badezusatz habe ich leer gemacht, den Daisy-Badezusatz. Ich liebe ja die von Action, diese Disney-Badezusätze. Ich könnte mich da... Ich liebe die einfach. Den Daisy habe ich leer gemacht. Fand ich gut. Ich finde, die riechen auch gut. Manchmal braucht es eine Weile, bis das im Wasser sich auflöst, aber ich finde, sie riechen trotzdem gut. Jetzt, wo ich die Sachen so sehe, habe ich nicht mehr das Gefühl, dass es viel war. Das habe ich mir wahrscheinlich dann nur eingebildet. Ich habe zwei Duftproben leer gemacht von dem Moschino Toy Bubblegum. Also Toy 2 Bubblegum. Ich mag diesen Duft. So sieht er aus, wer ihn nicht kennt. Das ist dieser pinke Teddybär. Er ist ein Eau de Toilette, deswegen hält er nicht so lange. Da war ich extrem enttäuscht davon, weil ich habe nur die Proben benutzt. Ich habe den aber original daheim. Sogar die große Größe. Ich war sehr enttäuscht davon, weil der hat wirklich nicht lange auf der Haut gehalten. Und ich finde, der ist eher was für den Sommer. Das Problem ist, das riecht voll nach Kaugummi. Das heißt, da fliegen die Bienchen hinterher. Ich kann euch ja kurz mal zeigen, was da alles drinnen ist. Ich hoffe, ihr könnt es so halbwegs lesen. Aber ich finde, dass der halt sehr, sehr süß ist. Ich bin halt extrem enttäuscht und bin froh, dass ich mir die große Größe nicht selber gekauft habe, sondern dass ich sie geschenkt bekommen habe, weil sonst hätte ich mich geärgert. Sonst hätte ich mich wirklich geärgert, weil der ist gar nicht so günstig und ja. Ich mag ihn trotzdem. Es ist nur ärgerlich, dass er nicht hält. Vielleicht kann ich da ein bisschen tricksen mit einer Bodylotion. Müsste ich mal probieren. Es gibt ja auch beim Douglas sogar das Duschgel und ich hätte das so, so gerne, aber... Ich weiß nicht, ob es das nur im Set gibt. Ich habe es im Douglas letztens gesucht und habe es nicht gefunden. Ich glaube, die haben das nur online. Ich überlege, ob ich mir das kaufe, aber mal schauen. Mal gucken, ne? Ich habe hier so viel Scheiß. Machen wir mal mit dem anderen. Ich bin so schnell durch, ich bin ganz verwundert. Egal. Ich habe ein Puder aufgebraucht, was ja eine Seltenheit ist, dass man noch irgendwas an Make-up aufbraucht. Deswegen bin ich so happy, dass ich das leer bekommen habe. War aber kein Kunststück, es ist relativ schnell leer worden. Das war von Miss Lean ein Puder. Miss Lean gibt es ja nicht mehr. Oh, das schaut ja grausig aus. Ja, so sieht es aus. Ich habe es leer gemacht. Ich bin froh, wenn ich es wegschmeißen kann. Ja, es war okay, es hat mich aber nicht umgehauen. Miss Lean, wie gesagt, gibt es nicht mehr. Mir ist irgendwie vorgekommen, als würde das extrem schnell leer werden. Und es war auch teuer damals. Also ich habe das, glaube ich, geschenkt bekommen auch, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich habe das damals geschenkt bekommen. Und es wäre regulär, wenn man es gekauft hätte, 6 Euro gewesen oder so. Und ich finde nicht, dass es die 6 Euro wert gewesen wäre, weil es halt extrem schnell leer wird. Und ich meine, ich mochte das Finish, was es gemacht hat, aber für 6 Euro, wenn es nach nicht einmal ein, zwei Monaten, ich glaube 1,5 Monaten ging das leer, kann ich nicht empfehlen. Kann ich wirklich nicht empfehlen. Finde ich schade. Dann habe ich aufgebraucht von Armani C das Duschgel. Ich habe in letzter Zeit diese Armani C Benutzphase. Die ist echt schlimm bei mir in letzter Zeit. Und das Duschgel habe ich leider vorher schon aufgebraucht. Leider, ich mag diesen Duft so, so gerne. Das Blöde ist nur, dass den so viele benutzen. Ihr wisst ja, ich mag das ja eigentlich nicht, aber bei Armani C, bei Elisab und beim Twilly schaue ich mal drüber hinweg, weil mir riecht es eh besser, sage ich immer wieder. Aber ja, ich mag diesen Duft. Ich finde schade, dass das Duschgel nicht mehr im Standardsortiment ist. Das haben sie aus dem Sortiment genommen. Meistens ist im Set dann erhältlich immer die Bodylotion. Ich bin eher von dem Armani C der Duschgel-Fan, weil die Bodylotion habe ich noch in Benutzung und die Düfte sind bei mir schon wieder leer. Ja, aber ich liebe das Duschgel. Ich liebe das wirklich. Letzten Produkte, die ich aufgebraucht habe, sind diese beiden hier. Das ist von Donna Karan das Nectar Love. Da habe ich einmal das Duschgel leer gemacht. Das sieht so aus. Ich finde die Verpackung wunderschön. Ich finde diesen Ombre-Verlauf so wunderschön von der Verpackung.
Das Duschgel war mega. Es hat sich so ein bisschen gezogen wie Honig und es war von der Konsistenz sehr dick. Aber ich habe das geliebt. Erst habe ich gedacht, wie ich das angefangen habe zu benutzen, dass ich allergisch dagegen bin, weil ich habe mit juckender, rötender Haut reagiert. Aber es war Gott sei Dank nicht das Duschgel. Ich weiß nicht, was das war, aber es war Gott sei Dank nicht das. Weil ich habe das echt geliebt. Das gibt es aber, wie gesagt, leider auch nicht mehr. Das habe ich mir nämlich reduziert damals gekauft, weil, ja, ihr kennt es mich ja schon mittlerweile, oder? Aber es ist leer. Und ich bin stolz auf mich. Dann habe ich den Duft leer gemacht. Den habe ich aber als Tester von der Arbeit mitgenommen. Ich habe den geliebt. Im Sommer habe ich den geliebt. Das Problem ist, ich habe gesehen, die kleine Größe geht schon mal wieder aus dem Sortiment. Das heißt, es wird nicht lange brauchen und dann geht die große Größe aus dem Sortiment. Was ich furchtbar finde. Die kleine Größe hat nämlich die Biene nicht drauf. Die ist nur auf der mittleren Größe, glaube ich, drauf. Deswegen überlege ich, ob ich mir den Flakon aufhebe. Ich weiß nicht, kleinermäßig. Aber deswegen überlege ich, ob ich mir das aufhebe, weil ich finde das so süß mit dem Bienchen. Und der Duft ist so genial. Und ich finde so, mich kotzt das echt an, dass der aus dem Sortiment geht. Ich habe den nämlich geliebt. Ich habe den wirklich geliebt. Und ich hätte mir noch, wenn ich nicht so viel hätte, aber ich habe eindeutig zu viel, hätte ich mir den auch nachgekauft. Das ärgert mich. Ich habe nämlich damals beim Tiki Mix, habe ich den mal gesehen. Und da war er reduziert und ich habe ihn mir nicht gekauft. Ja, ziemlich doof, ne? Aber was will man machen? Und ich habe eh wirklich so, so viel. Ich dürfte mir gar keine Düfte mehr kaufen. Ich darf mir wirklich keine mehr kaufen. Weil ich habe wirklich zu viel und ich sollte... Entweder ich versuche jetzt mal welche zu verschenken. Oder ich benutze sie. Weil das ist echt nicht mehr lustig. Das ist wirklich nicht mehr lustig. Und wir haben heuer, also in diesem Jahr, auch sehr, sehr viele geschenkt bekommen. Und deswegen, ja... Ich habe sogar viele verschenkt, was ich mir nie dachte, dass ich das mal mache, aber ich habe viele verschenkt. Und deswegen, ja, also ich darf mir wirklich gar keine mehr selber kaufen. Ich muss schauen, dass ich ein paar leer mache. Bei einem bin ich eh sehr brav. Also wenn ich weiß, sie stehen mir nicht, ich habe ja den Vorteil, dass ich sie bei mir beim Müller immer testen kann. Wenn ich weiß, sie passen nicht zu mir, dann schenke ich sie sowieso her. Ich habe nämlich sehr viele verschenkt, wo ich mir gedacht habe, na, wenn jetzt zum Beispiel von Yves Saint Laurent der Libre, ich habe da zwei verschiedene gehabt. Hab beide an mir probiert, der andere hat mir besser an mir gefallen, der eine nicht. Eine Kollegin hat den geliebt, weiß ich nicht was, und hat deswegen ihr den zum Geburtstag geschenkt. Weil ich mir gedacht habe, für was soll ich ihn dann aufheben, wenn er an mir eh nicht so riecht, wie ich mir erhofft habe. Deswegen habe ich ihn ihr geschenkt und sie hat sich drüber gefreut. Ja, ich könnte noch stundenlang drüber reden, aber ich lasse es lieber. Und ich will mir ja unbedingt den neuen Twilly auch kaufen. Das ist dieser Oh Ginger. Aber das darf ich halt wirklich erst, wenn ich welche leer habe, weil ich habe so viele. Ich habe wirklich so viele, das ist nicht mehr normal. Ich habe von allen viel zu viel. Duftproben, Pflegeproben, generell größere, also allgemein Düfte. Duschgel ist schon ein bisschen besser geworden. Bodylotion, das habe ich auch noch so viel, weil ich so eincremefroh bin. Also das muss ich auch ändern und bessern. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Was Kaufen betrifft, bin ich auch noch ein bisschen böse geworden, aber seht ihr dann in dem nächsten Haul-Video. Ich hoffe, euch hat das Aufgebraucht trotzdem gefallen. Mir fällt jetzt nicht ein, was ich noch sagen kann. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so aufgebraucht habt, so ihr traurig seid. Also ich bin extrem traurig drüber über meinen Donna Karen Duft und über das Duschgel von Armani C. Und das Trockenshampoo, weil es das schon wieder nicht mehr gibt. Aber sonst bin ich über das meiste eigentlich sehr froh. Und es fängt doch diesen Monat schon sehr, sehr gut an mit dem Aufbrauchen. Also bin ich schon guter Dinge, ne? Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!